Es gibt so Gerichte, die liebt man einfach, zum Beispiel Spaghetti Bolognese. Aber das kennt ja mittlerweile eigentlich auch jeder. Deswegen hat sich unser TV-Koch Jörg Gumann etwas ganz Tolles ausgedacht. Nämlich was? Wie bereitest du die heute zu? Hallo, liebe Zuschauer von mir. Und wir werden heute Spaghetti chinesisch machen. Oder wie der Bayer sagt, chinesisch. Und jetzt fragen Sie sich sicherlich, wie funktioniert das? Allerdings. Aber die Pasta kommt ja auch ursprünglich, glaube ich, sogar aus China, wenn ich mich nicht ganz irre. Sowas hatten wir mal. In irgendeiner Show haben wir da mal drüber geredet. Ich hoffe, jetzt haben wir wahrscheinlich Ärger mit allen Italienern, die jetzt heute zuschauen. Nein, das kann nicht sein. Zudem heißt es ja auch dann Ragout und nicht Bolognese, glaube ich. Ja. Bei den Italienern. Bei den Italienern, heißt richtig. Es so. Da kommt das eigentlich her mit dem Ragout. Aber du hast schon richtig gesagt, das ist natürlich das Gericht, da macht man immer alle Generationen glücklich damit. Ja. Das geht beim Campingurlaub und natürlich auch im Spitzenrestaurant. Und die Kinder, die lieben es auch immer. Alle. So, warum chinesisch, chinesisch? Ganz einfach, liebe Zuschauer. Ja, das ist total schwer. Wir haben einen Spaghetti-Kürbis. Und warum bereiten wir das heute für Sie zu? Wir haben ein paar Zuschriften gehabt und man hat sich gewünscht, was heißt eigentlich Spaghetti-Kürbis, beziehungsweise warum heißt der Spaghetti-Kürbis Spaghetti-Kürbis? Und das wollen wir Ihnen heute zeigen. Und deswegen passt da natürlich klassischerweise eine Sauce Bolognese dazu. Ja, und das Lustige ist, ich bin wirklich drauf reingefallen. Ich bin nämlich tatsächlich die ganze Zeit davon ausgegangen, dass er Spaghetti Bolognese im Kürbis macht. Nein, er macht die Spaghetti mit dem Kürbis. Und das ist wirklich ganz toll. Das habe ich bei dir, glaube ich, das letzte Jahr das erste Mal überhaupt gesehen. Ich kannte diesen Spaghetti-Kürbis nämlich tatsächlich gar nicht. Ich meine, Sie wissen ja, ich bin kulinarisch nicht so auf der Höhe. Deswegen finde ich das richtig faszinierend, was du unseren Zuschauern jetzt zeigst. Starte also mal die durch. Optimale Besetzung für unsere Fernsehsendung. Ja, und es ist eben so, man geht oft zum Gemüsehändler oder in den Supermarkt, der gut sortiert ist. Und dann sieht man diese Spaghetti-Kürbis und weiß nichts damit anzufangen. Mhm. Und deshalb heute für Sie Spaghetti-Kürbis. Genau. So, dann fange ich einfach mal an. Ja. Das ist relativ simpel und du hast ja schon richtig gesagt, wir werden das in der Spaghetti-Schale natürlich auch zubereiten. Nein, in der Kürbisschale. In der Kürbisschale. Das bringt mich immer ganz aus dem Konzept. Besonders, wenn sie ganz, ganz in Rot gekleidet ist. Genau. So, wir brauchen also eigentlich nur den Strunk abschneiden unten und dann versuchen wir den so gut wie es geht in der Mitte zu teilen. Also ich habe immer Mordsrespekt vor Kürbissen, wenn man jetzt die Schale nicht mitessen kann wie bei einem Hokkaido, weil das ist wirklich gar nicht so ungefährlich. Ne? Also ich habe es jetzt gerade wieder gesehen mit dem Messer, ich habe da Mordsrespekt vor. So schaut er von innen aus und wie bei allen Kürbissen, bei allen Kürbissorten nehmen wir jetzt erstmal die Kerne raus. Das geht am einfachsten mit dem Löffel, das kann man also gerade so auskratzen hier. Das geht ja auch Gott sei Dank auch wirklich dadurch, dass es so faserig ist, dann am Stück, ne? Ohne dass man da großartig lange dran rumkratzen muss. Ja, es kommt immer drauf an. Also bei manchen anderen Kürbissorten sind die Kerne wesentlich fester ans Fruchtfleisch dran aber bei dem gewachsen. Jetzt nicht. Aber bei dem hier geht es wirklich relativ simpel. Das Schöne ist am Spaghetti-Kürbis, das ist eine relativ frühe Sorte. Und es ist halt auch wirklich mal eine tolle Variante, auch um Gäste zu überraschen. Gerade wenn man so ein bisschen in diese Low-Carb-Richtung gehen möchte. Und Sie werden überrascht sein, liebe Zuschauer, wie toll das später aussieht und warum es so heißt. Ja, und es schmeckt und auch wirklich toll gut. Es schmeckt. Eben, das und ist eigentlich ja der ist Punkt. Es auch ein easy Gericht. Ja. Wahrscheinlich werden die meisten von Ihnen am Ende gar nichts anderes mehr wollen. Und da wir ja jetzt in die Kürbiszeit kommen, apropos Kürbiszeit, wissen Sie eigentlich, dass es eine Wahnsinnsausstellung in Kaiserslautern gibt? Da gibt es irgendwie einen Park, ich weiß gar nicht, ob das die ehemalige Bundesgartenschau ist, das Gelände oder so. Und die haben sich tausende von Kürbissen anliefern lassen müssen diesmal, weil wegen der Wärme und der Trockenheit gab es nämlich keine eigenen. Normalerweise produzieren wir genügend Kürbisse auch in Deutschland. Aber diesmal war es tatsächlich so, dass wir welche zukaufen mussten aus aller Welt, damit die da ihre Skulpturen bauen konnten. Also falls Sie da irgendwo in der Nähe wohnen, gehen Sie da mal hin. Das sieht echt abgefahren aus. Die Skulpturen sind der Knaller mit Tausenden von Kürbissen. Ja, und apropos zu kaufen, der Spaghetti-Kürbis, der kommt ursprünglich aus China. Man soll es kaum glauben. Ja, deswegen sagst du die ganze Zeit, wir machen Spaghetti auf Chinesisch. Ich war nämlich schon verwundert. Exakt, genau. Das ist jetzt die Erklärung dazu. Ja. Der kommt ursprünglich aus China und wurde dann von irgendeinem Samenhändler, ich glaube im 7. Jahrhundert erstmal entdeckt. Der war allerdings Japaner. Und irgendwie vor noch gar nicht allzu langer Zeit wurde der Spaghetti-Kürbis dann erstmal in die USA gebracht. Ja, und so kam er eigentlich auch erst auf den europäischen Markt. Er war vorher für uns unbekannt. So, jetzt haben wir die zwei guten Stücke ausgehöhlt und jetzt brauchen wir eigentlich nur etwas frisches Olivenöl. Sie können natürlich auch etwas Rapsöl nehmen
Und du könntest mir mal, ah nee, das hole ich selbst raus, das ist nämlich heiß. Ja, aber ich könnte es mit dem Handtuch versuchen, wenn du möchtest. Wenn du das möchtest. Ja, das kriege ich hin. Wunderbar. Perfekt. So, also etwas Olivenöl. Und damit pinseln wir jetzt die Schnittfläche richtig fest ein. Also ruhig etwas großzügig damit umgehen. Darf ich es hier draufstellen? Ja, natürlich. Ja. So, den Rest packen wir jetzt hier rüber. So schaut das Ganze aus. Vielleicht sieht man es auf der Kamera auch. Also wirklich großzügig Olivenöl da drauf. Das Ganze geht auf ein Blech. Und dasselbe jetzt nochmal für hier. Ja, ein bisschen aufpassen. Und ich sehe 185 Grad Heißluft hast genau, du hier auf dem Ofen. Genau, exakt, jawohl. Genau, also ne? Auch den nicht Backofen, gerade ein Hexenwerk. Den Backofen vorheizen. Auf Umluft haben wir jetzt 185 Grad. Bei Ober-Unterhitze vielleicht 200 Grad. Mhm. So, und mehr passiert jetzt mal im ersten Schritt überhaupt nicht. Das Ganze geht jetzt in den Heißofen, wenn du nochmal die Tür aufmachst. Gerne. So. Und schon ist der drin. Was wiegt der ungefähr? Hast du da so eine ungefähr? Ah, der hat jetzt so anderthalb. 1,8 Kilo ungefähr. Okay. So, und ich sehe jetzt gerade, liebe Zuschauer, dass er das jetzt auf die oberste Schiene gemacht hat. Das sollte man auch oben reinmachen und nicht in die Mitte? Nee, ich habe unten keinen Schieber frei. Das, ach, deswegen, das okay, alles klar. Probleme. Also das heißt, also es ginge auch die Mitte. Ja, ja? Aber ich glaube, unsere Zuschauer sind versiert genug, was Backöfen anbelangt. Ja, aber und ich frage dann doch lieber noch ja, mal. Ja, natürlich, natürlich. Okay, ja, der Spaghetti-Kürbis ist übrigens wirklich sehr interessant. Wie gesagt, ich habe ihn durch dich kennengelernt letztes Jahr. Ich habe zudem noch ganz, ganz viele Informationen. Aber wenn du jetzt erstmal noch weiter erzählen möchtest, sage ich das im zweiten. Nee, du kannst gerne noch ein paar Sachen erzählen. Ich hole jetzt gleich mal noch den Topf raus, weil wir machen ja noch eine schöne Sauce Bolognese. Genau. Dazu, aber das können die Zuschauer auch beobachten, während du etwas berichtest. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Der hat einen ganz, ganz interessanten lateinischen Namen. Kriegen wir den noch mal hin? Tja. Nee, wahrscheinlich nicht. Ne? Auf dem linken Bein. Also, Verzeihung. Den lateinischen Namen kriegen wir nicht aber mehr hin. Macht aber nicht. Aber ich habe eine tolle Idee. Was hast du für eine Idee? Wir haben doch sowieso gleich Pause. Ja. Und dann schaue ich noch mal nach für Sie, liebe Zuschauer, nach dem lateinischen Namen. Und dann verraten wir ihn im Teil 2. Bis dann. Hallo, zurück im Teil 2, liebe Zuschauer. Zwischenzeitlich habe ich das gemischte Hackfleisch schon mal im Topf etwas angebraten. Da habe ich mir gedacht, das mache ich in der Pause. Damit es nicht so zischt und genau, damit es nicht so rumbrutzelt. Richtig. Und jetzt habe ich hier nochmal eine Pfanne aufgesetzt mit etwas Olivenöl. Und da kommt jetzt, wie bei der Bolognese, natürlich etwas Zwiebel, etwas Sellerie, Karotte, Lauch rein. Und es wird ganz schön mit angeschwitzt. Und in der Zwischenzeit könntest du mir vielleicht schon mal zwei Knoblauchzehen schälen. Das mache ich doch glatt. Perfekt. Aber ich wollte noch mal zurückkommen auf das lateinische Wort bzw. die lateinische Bezeichnung des Spaghetti-Kürbisses. Und wir haben festgestellt, das heißt Cucurbita pepo. Wieder was gelernt, der Spaghetti-Kürbis. Okay, und das dann war ein Running Gag eben im genau. Team. Ne? Jeder hat mal was gesagt. Irgendwie so geraten, aber Cucurbita pepo ist die richtige Bezeichnung. Und du möchtest, dass ich dir zwei Zehen aus dieser bildschönen Knoblauchknolle mache. Ich finde ja, die ist so schön, die mag ich gar nicht aufmachen, aber ich werde es jetzt mal tun. Mal schauen, dass ich da irgendwie an die Zehen komme. Wenn das so frisch ist, weiß ich immer nicht, wie ich das am besten mache. Deswegen habe ich gleich zum Anfang der Show gesagt, dass du genug Zeit hast. Dass ich da dran rumpopeln dass kann. Dass irgendwann bis Ende der Show dann auch fertig dann gemacht ist. Habe, sozusagen. Genau, so. So, aber während du da alles befüllst, kann ich ja jetzt noch ein bisschen was du kannst erzählen dabei. Spaghetti-Kürbis erzählen, genau. Also nicht nur die lateinische Bezeichnung, sondern noch ein bisschen mehr. Also dieser Kürbis gehört sozusagen zu den Gartenkürbissen und hat eine relativ lange Reifezeit von 100 Tagen. Seine Zeit, wo man ihn am besten bekommt, ist zwischen September und November, Dezember. Aber er ist unheimlich lange haltbar. Also bis zu 8 Monate, wenn man ihn richtig lagert. Das ist eigentlich ganz toll. Dann hat er eine sehr harte Schale. Das haben wir vorhin schon gesehen, als der Jörg versucht hat, das da so durchzuschneiden. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Was aber das Gute an der harten Schale ist, wenn man das quasi komplett ausgehöhlt hat, kann man diese Schale, alleine die Schale von diesem Kürbis, länger aufbewahren. Die kann man nämlich sauber machen und alles. Und kann in dieser Schale auch andere Gerichte anrichten. Sieht übrigens total schön aus, ne? In Kürbisschalen. Ja, allerdings. Man hat Geschirr gespart. Anzurichten. Guck mal, ich habe schon mal 2
zwei gemacht hier. Perfekt, lass einfach mal bei dir liegen. Genau. Ich rufe die dann ab, sobald ich sie brauche. Also der Name, der kommt natürlich deswegen, weil er dieses faserige Fruchtfleisch hat und die Deutschen das natürlich sofort mit Spaghetti assoziiert hatten, deswegen Spaghetti-Kürbis. Was auch noch gut zu wissen ist, ist, der Kürbis kann auch schlecht werden, dann ist er sehr, sehr bitter. Kommt aber äußerst selten vor und eigentlich eher, wenn Sie ihn schlecht lagern, aber das würden Sie dann auch schon von außen sehen, weil die fangen nämlich dann auch an zu schimmeln oder kriegen so dunkle Flecken. Ne, also wenn der zu bitter ist, dann sollten Sie sich überlegen, ob mit dem irgendwas nicht in Ordnung ist. Und diesen Kürbis sollte man eigentlich eher nicht einfrieren. Also andere Kürbissorten mit weicherem Fruchtfleisch kann man, mit anderem Fruchtfleisch, so rum, nicht mit dem faserigen Fruchtfleisch, kann man einfrieren. Bei dem, wenn es unbedingt sein muss, dann ohne Schale. Und dann wird es natürlich wieder schwierig, weil der ja so faseriges Fruchtfleisch hat. Ja, und er lässt sich wahnsinnig einfach zubereiten. Deswegen ist er mittlerweile sehr, sehr beliebt zur Kürbiszeit. So, jetzt haben Sie wieder ein paar Informationen über den Cucurbita Pepo. Pepo, genau, mit P wie Paula. Genau. Exactement. So, dann habe ich hier noch etwas Wurzelgemüse. Das schwitzen wir jetzt nur kurz an. Das kann noch ein bisschen ziehen. Das Hackfleisch hat schon etwas Farbe, dann würzen wir das jetzt noch. Und wenn du möchtest, kannst du diese zwei Knoblauchzehen da rein raspeln? Da reinreiben. Okay. Exakt. Hier hast du? Ja. Ja. Also das ist wirklich immer noch so eine tolle Sache gewesen, dass der Jörg das angeschleppt hat. Ich habe das mittlerweile auch im privaten Gebrauch. Das ist super. Dann muss man nicht dieses breite Teil nehmen und gerade so, um den Knoblauch da reinzureiben, weil er dann einfach sein ganzes Aroma entfaltet, ist es absolut genial. Und nein, wir kriegen kein Geld, wenn wir dafür Werbung machen. Es ist einfach total toll. Deswegen habe ich das jetzt mal erzählt, ganz kurz. Ja gut, mein neues Cabriolet. Nein, es war ein Scherz. Ja, und zum Gehackten. Du hast jetzt gemischtes Hackfleisch genommen, hast du gesagt. Ich habe jetzt gemischtes Hackfleisch genommen und lass mich ganz kurz noch was jetzt zum Hackfleisch sagen. Ja. Das darfst du gerne wieder übernehmen. Mhm. Ich mache da jetzt auch eine kleine Chilischote rein mit den Kernen. Ich mag es ja gerne etwas scharf. Und dann können wir das Ganze jetzt schon tomatisieren. Tomatisieren heißt, wenn man das Tomatenmark dazu gibt und das dann mit anröstet. Das ist wichtig, Tomatenmark immer mit anrösten. Und, aber aufpassen, dass es nicht verbrennt, sonst wird es unglaublich bitter. Das haut das ganze Gericht kaputt am Ende. So, da haben wir jetzt Chili, Salz, Pfeffer, das Tomatenmark. Und jetzt darfst du gerne noch ein bisschen was darüber erzählen. Ich bin gerade ganz heftig dabei, mich zu konzentrieren. Dadurch, dass der so frisch ist, der Knoblauch, ist der glitschiger als sonst. Und ich habe ja immer diese wunderschönen, längeren Fingernägel, die Sie wahrscheinlich auch schon entdeckt haben. Und damit fühlt man sich manchmal etwas behindert. Das muss ich wirklich zugeben. Denn ich kann es nicht so richtig anpacken. Also es kann sein, dass du den Rest jetzt gleich selber holen musst. Das reicht auch schon. Ne? Reicht es schon? Ja, ja. Okay, perfekt. Ja, ich hatte nämlich auch noch was zum Hackfleisch rausgesucht. Also das ist jetzt gemischtes Hackfleisch. Also ich nehme an Schwein und Rind gemischt. Exakt, jawohl. Ja, aber es gibt also natürlich kein Pferd. Also kein Pferd, weil das wäre ja bei der Original-Bolognese der Fall gewesen, also beim Ragout. Das ist jetzt hier nicht. Aber es wird ja auch kaum noch Pferdefleisch gegessen. Deswegen ist das eher selten. Dann kann man aber natürlich gehacktes auch noch aus Lamm machen oder Geflügel oder Wild. Aber die herkömmliche Variation ist eigentlich dieses gemischte Hackfleisch mittlerweile. Ja, und der Schweineanteil ist eben aus dem Grund drin, das hat einen höheren Fettanteil. Das gibt einfach mehr Geschmack und das wird nicht so trocken, wie wenn man jetzt 100% Rindfleisch nehmen würde. Das ist eigentlich der Hintergrund. So, jetzt haben wir hier tomatisiert. Man sieht jetzt, das Tomatenmark geht jetzt von Rot in Braun über. Und dann wird das Ganze mehliert. Es gibt auch schon mal so eine Grundbindung nachher für die Sauce Bolognese. Da ist es auch wichtig, dass es keine Klumpen gibt. Das Mehl kommt immer erst ins Fett, nie in die Flüssigkeit. Ja. Sonst hat man alles von Klumpen, aber das muss ich, glaube ich, Ihnen überhaupt nicht mehr erzählen. Aber mir muss man sowas erzählen, weil genau darauf wollte ich gerade hinaus. Ich habe das nämlich dann wohl auch immer falsch gemacht, deswegen hatte ich irgendwann richtig Befürchtungen, Mehl so zu benutzen bei Soßen, weil es immer diese Klümpchen gemacht hat. Und dann fasst man halt eben zu diesem ganzen angeblich nicht klumpenden chemischen Zeug. Ne? Genau. Wunderbar. So, und dann würden wir das normalerweise noch mit Rotwein ablöschen. Aber momentan haben wir gesagt, wir verzichten mal auf Alkohol, weil ihr Pfälzer, wir haben jetzt so viele Weinfeste hinter uns. Das kann man wohl sagen. Genau. Wir brauchen etwas Rekonvaleszenz. Ja, und es ist ja auch mal ganz schön, kein Alkohol ins Essen zu machen. Es gibt ja auch viele Menschen, die da ein bisschen gehandicapt sind. Da wollen wir auch mal ein bisschen drauf achten. Und es schmeckt ja auch so. Ne? Genau. So, dann würde ich sagen, ich lasse es noch etwas anrösten, das Wurzelgemüse. Das braucht auch noch etwas Farbe. Das machen wir jetzt in der Pause fertig. Geben das da rein, füllen es auf mit Gemüsebrühe.
Und dann sehen wir uns gleich wieder im Teil 3. Bis gleich. Willkommen zurück im Teil 3, liebe Zuschauer. Und hier ist er, unser chinesischer Spaghetti-Kürbis nach roundabout 40 Minuten im Backofen. Ganz kurz noch zur Bolognese, aber ich bin mir sicher, Sie haben alle schon eine Bolognese zu Hause gemacht. Da hat auch jeder sein ganz eigenes Rezept. Ich habe da noch etwas frischen Thymian rein. Jetzt kommt zum Abschluss etwas Basilikum dazu. Habe das Wurzelgemüse schön noch angeröstet, habe es dazu gepackt, abgelöscht mit etwas Gemüsebrühe. Wie gesagt, auch manchmal etwas Rotwein. Heute ausnahmsweise mal nicht. Und mit etwas Essig und Zucker, da habe ich den Tomatengeschmack noch mal ein bisschen intensiviert. Das ist auch immer ein ganz guter Hausfrauentrick. So, das ist unsere Bolognese. Und jetzt versuchen wir mal, die Spaghetti hier rauszumachen. Und zwar, ich weiß es nicht, vielleicht sollte ich sogar darüber gehen an die Deckenkamera. Mhm, dass man es von oben sieht, ne? Das ist besser. Heiß. So, und jetzt kann ich also mit der Gabel... Ich glaube, du musst ein Stück vor, weil der sich sonst beschwert, genau. Das Fruchtfleisch hier abkratzen. Und ich hoffe, man kann das mit der Deckenkamera gut sehen, ja, das wie das so ganz faserig zerfällt. Wie so kleine Nüdelchen sieht das aus, ne? So ja, genau. Mini-Nudeln. Genau, und ist auch so schön gelb, genauso wie Spaghetti ja eigentlich auch sind. Je nachdem, wie viel Ei drin ist, wohlgemerkt. Ja. Und deshalb heißt der Spaghetti-Kürbis. Und magst du mal probieren? Ja, ja, vor allen Dingen das... Also jetzt mal pur, ohne ja, alles. Pur, ja. Außer etwas Olivenöl, noch nichts ist dran. Ist noch nichts dran? Ich nehme einfach gerade ein bisschen davon. Die Konsistenz ist auch gut. So ein bisschen wie knackige Spaghetti. Ne? Also wenn die gut al dente sind. Man kann die auch al dente machen. Ja. Chinesische Spaghetti al dente. Genau, sehr gut. Und vor allen Dingen, wie viel das wird. Also das ist ja richtig, richtig viel. Das da wird so, man auch echt satt von. So ein halber Kürbis ist eine vollwertige Portion. So, jetzt haben wir das also hier die Spaghettis rausgelöst. Mhm. Ja. Dann geben wir da jetzt noch etwas von unserer, einfach etwas butterflüssig gemacht. Und das waren die Knoblauchzehen von dir vorhin. Ah. Ich habe da das gerne auch noch knoblauchig. Genau. Und dann hauen wir da jetzt noch etwas Parmesan drauf. Parmigiano ist immer gut. Das mag auch so ziemlich jeder, glaube ich. Also auch Menschen, die gar keinen Käse mögen. Parmesan mögen die Menschen irgendwie. Ja, oh, lecker. Ganz kurz nur ein Hinweis für Sie, wenn Sie wieder unsere Rezepte finden wollen, gehen Sie auf www.annixehd.tv/kochshow. Dort finden Sie alle Rezepte mit Foto und allem drum und dran. Und wenn Sie zum Beispiel auf den Link draufklicken, geht das Rezept auf und Sie können es sogar ausdrucken. Also nur so viel dazu, aber ich denke, die meisten von Ihnen wissen das bereits. So, und jetzt kommt die Bolognese da oben drauf. Das heißt also... Butter, Parmesan unten drunter und dann... Ja, ich habe halt die Aromen auch gerne unter den Spaghettis. Ja. 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 Ich habe jetzt auch nicht gesalzen, dafür habe ich die Bolognese relativ würzig gemacht. Mhm. Man kann das natürlich auch separieren. Man kann auch sagen, jetzt salzt man zum Beispiel noch die flüssige Butter. Und was man auch noch tun kann, ich muss mal gucken, ob uns die Zeit noch reicht. Das reicht uns leider heute nicht. Ich habe hier noch einen schönen Mozzarella-Käse. Den könnten wir jetzt auch noch schön da oben drauf streuen bzw. zerrupfen. Und dann gratinieren wir es nochmal ganz kurz. Das machen wir jetzt auch für die Fotos, sollten wir das finishen. Allerdings für unsere Sendezeit wird uns das jetzt leider Gottes zu knapp. Dann mache ich doch jetzt lieber in der Zwischenzeit... Den zweiten noch? Noch den zweiten. Ich hole schon mal einen Teller raus. Und wir machen nachher noch ein paar schöne Screenshots, genau, wie das Ganze aussieht, wenn es fertig ist. Auf jeden Fall trauen Sie sich ran an Spaghetti-Kürbis. Es ist kinderleicht. Und ganz ehrlich, ich habe jetzt gerade so Hunger. Ich werde es heute nicht essen, da es sich hier um echtes Fleisch handelt. Aber für die Veganer und Vegetarier unter Ihnen, liebe Zuschauer, das gibt es natürlich mittlerweile auch großartig in veganer und vegetarischer Form. Also das geht dann 1:1 auch genau so, nur dass Sie es halt dann einfach austauschen gegen ein veganes Produkt oder ein vegetarisches Produkt. Das geht auch ganz ohne Hackfleisch. Also man muss nicht unbedingt die Bolognese machen. Ich habe das auch zu Hause manchmal einfach nur mit Parmesan, Knoblauch, Salz und Pfeffer. Ja, das geht reicht auch. Habe ich auch gerade gedacht, als du die Butter da reingemacht hast, habe ich gedacht, das wird mir schon reichen mit ein bisschen Parmigiano obendrauf. Und exakt. Da fehlt eigentlich nichts mehr. Genau. So, und jetzt hier sieht man nochmal schön die Spaghettis
Und dann noch etwas den Parmesan. Also wie gesagt, wir werden es finishen mit dem Mozzarella obendrauf. Im Rezept werden Sie dann auf jeden Fall auch den Hinweis auf den Mozzarella bekommen. Und ob Sie es dann machen wollen oder nicht, das bleibt Ihnen dann überlassen. Aber im Großen und Ganzen ist dieses Gericht wirklich ruckzuck gekocht. Ne? Das war jetzt dann insgesamt so inklusive Vorbereitungszeit, würde ich sagen, 30, 40 Minuten. Genau. Also besser geht's nicht. Und glauben Sie mir, Sie werden satt von so einer Hälfte. Also finde ich schon gut. Finde ich schon eine prima. Findest du schon gut? Dann bin ich ja beruhigt, ja, wenn du das schon gut findest. Ja, muss ich loben. Es ist wieder mal ein schönes Gericht, was du mitgebracht hast für uns und unsere Zuschauer und Zuschauerinnen. So, und dann geht es jetzt gleich nochmal in den Ofen. Aber apropos, wenn Sie uns mal schreiben wollen oder irgendwelche Informationen schicken möchten, vielleicht auch positive oder negative Kritik, wir sind für alles offen, dann schicken Sie uns bitte über kochshow@anixehd.tv eine Mail. Die werde garantiert ich persönlich lesen. Ich habe auch schon mit einigen von Ihnen geschrieben. Wir freuen uns immer sehr, wenn wir etwas erzählt bekommen oder wenn wir einen Hinweis bekommen, einen Tipp bekommen oder auch wenn Sie einen Wunsch haben und der Jörg Gumann soll mal was Spezielles kochen. Immer her damit. Wir freuen uns. So, machst du mir gerade noch mal den Backofen auf, bitte. Und da geht es jetzt noch mal rein. Ach, weißt du was? Was? Der ist schon so schön flüssig und es ist so heiß. Wir richten das jetzt einfach fertig. Okay. Dann habe ich entschieden. Das heißt, ohne gratinieren jetzt? Ohne gratinieren, weil der ist schön flüssig im Kern. Das ist fast ein Burrata. Na, deswegen wird das jetzt auch gleich so. Und dann können wir das doch jetzt gleich alles fertig machen, so wie wir uns das gewünscht haben. Genau. Basilikumstückchen so, Basilikum brauche ich noch. Genau. Genau. Und dann haben wir hier noch etwas blühenden Thymian. Nur die Blätter oder möchtest du so Stäbchen hier so? Stängel? Ja, wunderbar. Okay. Sehr schön. Stäbchen. Stäbchen. Vor lauter Chinesisch. Basilikumstäbchen. Noch eins? Ja. Jawohl. Wunderbar. Reicht dir das oder noch mehr? Ja, das reicht. Das reicht. Das reicht. Dankeschön. So. Oh Gott, das sieht so lecker aus. Ich kann es kaum aushalten. So lecker. Kennen Sie das, wenn Sie als Kind in der Küche standen und wollten immer probieren mit dem Löffel aus dem Topf? So geht es mir gerade. Voilà, das ist unser heutiges Gericht, was der Jörg Gumann mitgebracht hat. Der Spaghetti-Kürbis à la Bolognese. Also wirklich vielen Dank, Jörg. Das ist ein ganz tolles Gericht. Es sieht nicht nur gut aus, es riecht fantastisch und es schmeckt garantiert auch total gut. Unsere ganzen Leute aus dem Team hier dürfen es gleich essen, ich heute nicht. Macht aber nichts. Vielen Dank, dass du wieder da warst. Ja, gerne geschehen. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder ein tolles Rezept mitbringst. Ich lasse mir das einfallen. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, liebe Zuschauer. Tschüss.